Ich war gerade bei einer Veranstaltung namens Klimaklasse Patriarchat, der Klimastreikwoche, und werde jetzt mit den RednerInnen Katharina Hoppe und Hans Rackwitz ein Interview führen. So, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ich fange auch gleich an mit der ersten Frage. Was macht denn nun den Klimawandel zur sozialen Krise? Zur sozialen Krise macht den Klimawandel, würde ich sagen, dass er extrem sozial ungleich verteilt ist. Also in der Frage, wen betrifft der Klimawandel eigentlich in Form von Extremwetterereignissen, Anstieg des Meeresspiegels, Ernteausfälle, was weiß ich, verschmutzter Luft. Da ist es extrem sozial ungleich verteilt. Das trifft sozusagen die Schwächeren der Gesellschaft viel, viel härter. Die haben sozusagen weniger Möglichkeiten, damit umzugehen, mit den Folgen des Klimawandels. Und zur sozialen Krise macht es auf der anderen Seite auch noch, dass es sozusagen diese Gruppen sind nicht nur stärker betroffen von den Auswirkungen der ökologischen Krise, ist ja nicht nur der Klimawandel, sondern sie haben eigentlich auch weniger Verantwortung. Das heißt, sie haben einen geringeren Ressourcenverbrauch, einen geringeren CO2-Emissionsausstoß. Oder sie haben in der Regel auch kein Eigentum an Unternehmen beispielsweise in Form von Aktien, was ja auch eine Ökologie hat und eine Steuerungswirkung, was man nicht vergessen darf. Und welchen Einfluss spielt dabei das Patriarchat auf das Klima und den Klimaschutz? Naja, also da gibt es auch, glaube ich, verschiedene Dimensionen. Das eine ist, was Hans jetzt eben schon in Bezug auf die soziale Frage allgemein gesagt hat, die betrifft Frauen häufig in einem ganz besonderen Maße, also die Betroffenheitsfrage. Beispielsweise sowas wie Überschwemmungen, ne, hat häufig sehr verschlechterte Hygienebedingungen zur Folge. Das betrifft beispielsweise eine schwangere Frau natürlich ganz anders als einen Mann, der wohlgenährt ist oder sowas in der Art. Das ist das eine. Das andere ist aber auch strukturellerer Natur, also dass sozusagen eine maskulinistische Logik zumindest mitverantwortlich ist für sowas wie die Stabilisierung eines Systems, also eines kapitalistischen Wirtschaftssystems, das beispielsweise sehr stark an sowas wie Technologien glaubt. Ja? Also die Idee, dass wir eine Innovation finden, die das Ganze noch aufhalten kann, und damit wir bloß nichts ändern müssen am gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang, an den gesellschaftlichen Verhältnissen, an unserem Zusammenleben, an unserem Konsumverhalten etc. Ja, das ist vergeschlechtlicht, weil diese Idee einer neutralen Naturwissenschaft, eines Ingenieurswesens, was es dann schon richtet, sozusagen gekoppelt ist an eine spezifische Rationalität, die maskulin konnotiert ist, zumindest im westlichen Referenzraum. Und zum Schluss, was kann denn getan werden oder was muss beachtet werden, um die Klimakrise nicht nur ökologisch, sondern auch sozial zu lösen? Also ich finde, man darf das, es ist gar kein Entweder-Oder. Es ist nicht so, wir wollen sie sozial und ökologisch lösen, sondern ich denke, sie lässt sich ökologisch auch nur lösen, wenn wir sie als soziales Problem auch anerkennen. Das bezieht sich zum einen darauf, dass du natürlich für den notwendigen gesellschaftlichen, ökologischen Umbau brauchst du die Mehrheiten. Du willst das demokratisch, sollte das vonstatten gehen. Und dazu brauchst du Mehrheiten. Und wie gewinnst du die Akzeptanz von Mehrheiten? Indem du ihre sozialen Interessen ernst nimmst. Und zu Recht beschweren sich Leute, die irgendwie immer die letzten Pfennig des Monats umdrehen, wenn sie dann auf einmal jetzt den ökologischen Umbau bezahlen müssen. Das heißt, allein schon, dass wir überhaupt auch in der ökologischen Frage vorankommen, müssen wir sie, glaube ich, auch als soziale Frage verstehen. Das glaube ich auch, und ich würde Hans auch zustimmen. Ich würde halt sozusagen darüber hinaus sagen, dass es wichtig ist, eben diese vergeschlechtlichten Dynamiken und auch rassifizierten Dynamiken noch auch stärker mit einzubeziehen. Also zu der sozialen Frage, der klassischen sozialen Frage des Klassenverhältnisses sozusagen hinzunehmen, beziehungsweise halt in deren Verwobenheit. Und das würde zum Beispiel auch sowas bedeuten, dass Klimaaktivistinnen oder dass Bewegungen versuchen, diese komplexen globalen Zusammenhänge wirklich auch mitzudenken. Das ist schwierig und auch häufig eine Überforderung, aber es ist halt nun mal so, dass wir als Aktivistinnen was damit zu tun haben. Ja? Wenn im Amazonas der Wald brennt, wenn im Amazonas Rodungen vorgenommen werden, dann hat das ja sozusagen Folgen, die im globalen Norden oder in unserer Lebensweise die ermöglichen letztlich. Ja? Und das heißt nicht, dass wir alle irgendwie in tiefster Schuld stehen, aber sozusagen diese Verortungsleistung, ja, auch in der Kritik an
an diesen Ausbeutungszusammenhängen letztlich, die scheinen mir sehr wichtig zu sein. Und damit einhergeht schon auch die Hinterfragung von Privilegien, wobei sozusagen das, was Hans gerade gesagt hat, natürlich zur Kenntnis zu nehmen ist. Klar, also wir werden keine demokratischen Mehrheiten versammeln, wenn wir so tun, als könnte man jetzt einfach sagen, eure Arbeit war jetzt irgendwie nicht so wichtig oder sowas. Das geht auch um Anerkennungsfragen, klar. Ich war gerade hier mit Katharina Hoppe und Hans Rackwitz und wir haben über ihren Diskussionsbeitrag zum Thema Klima, Klasse und Patriarchat geredet. Und gerade haben sie mir im Interview erklärt, warum die Klimakrise eine soziale Krise ist. Diese Veranstaltung war ein Beitrag zur Klimastreikwoche unserer Uni. Wir werden weitere Beiträge dazu filmen vom UTV und weitere Informationen und das Programm findet ihr in der Infobox.